Psst. Hey, ihr Sahneschnitten. Wir müssen schnell und leise sein, denn wir sind auf geheimer Mission. Rama sitzt hinter mir auf einem Turm und callt, was ich sprengen kann. Wir sind bei Isa und Justin zu Hause und wollen sie rausbaiten, damit sie uns im offenen Gelände feigen kommen. Wer oder was aber in dieser Sekunde unserem Plan in die Quere kommt, das seht ihr nun. Like und Abo, ihr wisst Bescheid. Viel Spaß. Let's go. Hier vorne, die vordere, die hat noch ein Drittel. Diese da. Ja, genau. Die hat noch ein Drittel. Und welche noch? Mir ist bei dir einer oben? Ja. Zu weit weg, scheiße, ich verschwinde Grubbles. Du musst ein bisschen mehr mit mir reden, Alter. Ja, ich war gerade. Ich werde abgesniped, während ich da hochmache. Und gesneakt. Kommst du wieder her? Ja, ich musste auch erstmal komplett raus. Ich kann ihm hier theoretisch den halben Tower unterm Arsch weg aufheben. Das wird alles instant aufgehoben. Dann fällt er runter. Dann können wir ihn hier unten fighten. Ja. Bist du wieder unter mir? Ich? Warte. Bevor der in die Base jumpt. Schnell. Muss jetzt machen. Ja, mach. Ach, scheiße. Ich bin runtergefallen. Über die Leit... Junge! Heb immer wieder die Leiter nur auf. Weiß nicht, ob er noch oben drauf sitzt. Fällt. Er fällt direkt vor mich. Siehst du ihn? Nee. Da oben segelt er. Er sniped auf mich. Er droppt weiter runter und hat einen Hit drin. Immer weiter runter, zu den Barrys. Er ist direkt unter den Barrys jetzt. Da. Markier ihn nochmal. Häng im Baum. Also ich sehe ihn gerade nicht. Na, dann ist er weg. Er hat den Barry unten drunter und ist weggerannt. Ja, ekliger Moment hier zu fighten. Ja, aber ich hab leider nicht gehört. Immer. Aber ja, dass er halt irgendwie, also ich weiß nicht, ob der schon währenddessen neben dir stand. Ich frag dich so, hey, hier, bla, treffe ich die Pflanze, die da. Ja, ich konnte halt nicht oben drüber pieken, weil der andere auf mich geschossen hat die ganze Zeit. Dann soll ich dir die Pflanzen dingsen und dann kommt der Typ von hinten. Ja, nee, ich meine einfach nur, du hast währenddessen einfach kurz, straight up, 10 Sekunden gar nichts mehr gesagt. Ja, weil ich halt nicht gucken konnte. Dann sag das. Dass du gerade nicht pieken kannst. Nimmst du den anderen Barry mit? Da guckt uns ein Barry, by the way, zu. Boah, ist das Arsch, hier hoch und runter zu gehen. Bin, by the way, sehr schwer, weil ich den ganzen Scheiß noch dabei habe. Ich trompe noch mal ein bisschen was. Barry kommt. Ja, er bleibt halt eine Etage da drüber stehen. Da kommt ein Rex. Ja, oh, soll dann halt ein Rex halt kommen. Lass dich nicht netgunnen. Oder so. Kriegst du das Endnettet, ansonsten nimm den anderen Barry hinter mir, bevor du drauf gehst. Nicht hinter dir. Geh raus. Nimm dir eine Shotgun und pump gerne den Rex. Schlürf Matt Bruce. Ja, der kickt einen die ganze Zeit immer wieder weg. Bist du jetzt noch hier? Ja, nein? Ja, bin ein Stück weggegangen. Kommst du noch mal wieder?
Ja, ich hab den Barry, den du angeblich im Follow hast, der ist nicht da, raus. Deswegen hau ab. Ja, jetzt haben wir gerade 3 Barrys verschenkt dadurch. Einfach Pumpgun nehmen, wenn die auf mich gehen und weiter drauf schießen. Der macht mir noch hinterher, by the way. Ich hab mal Alpha Raptor hinter mir. Seh dich nicht. Deckt mich dieser Alpha Raptor hier mit Hits ein, Alter. Hast du gerade gebodert? Ja, und der Robert. Hast du noch Pressure von den beiden? Nee, nur von einem. Ich will den eigentlich auch netten, aber... Hier auf mir. Komm schnell her. Er nettet instant. Er kommt nicht. Er kriegt ihn nicht entnettet. Er struggelt. Hola ihn. Wenn er versucht zu entnetten, Bruder, den Player direkt danach. Auf den Player! Ich hab das ganze PvE jetzt an mir dran, Mann. Einfach Korne. Ja gut, ich mach raus jetzt hier. Ich hab nur noch einen Fallschirm oder so. Mann, dass ich ihn nicht gebolert kriege und er da wegkommt. Das wäre so ein geiler Kill jetzt noch gewesen. Was auf der Alpha Raptor kommt. Plus ist Grenze, by the way, ne? Hast du noch Gravels? Nee. Wir haben jetzt ein Bett. Der ist noch hier, ist noch hier, ist noch hier! Komm her! Nochmal für die Bowler gehen. Ich hab Trodons an mir dran. Ich fass es nicht, Alter. Ich. Lauf weiter, wenn du kannst. Ich muss kurz den Trodon ein bisschen abschütteln. Ich bin auf dem Highground. Ich lad Netgun nach. Bin hier. Ja, ich sehe dich, aber ich hab Feuer am Arsch. Och, geht mir nicht auf den Sack. Ja. Dass ich die Trodons auf Agro habe, während er sie nicht hat, das ist so ein Hardcore-Verkauf gerade, ne? Das ist insane. Ich bin die ganze Zeit mit diesen Trodons am struggeln. Ich bin ausgenockt. Ich fass es nicht. Ja, er tötet mich jetzt. Schaffst du es noch in Time zu mir? Du bist 150 Meter von mir weg. Ja, ich bin tot. Ich wach fast auf, aber... wenn er nicht schnell genug ist, bin ich aufgewacht. Naja, er betäubt mich nochmal. Kommst du noch näher? Nee, ne? Nee, nee. Ey, was ist das für ein Hardcore-Verkauf, Mann? Bei uns wird gesprengt. Ja, gleich. Von wo weißt du aber nicht? Von vorne irgendwo. Die Türen sind doch alle auf in der Base. Ist halt noch nichts offen hier, glaube ich. Hier rennen 2 Barrys rum. Und ich denke, dass es 2 sind. Ich habe es ja einen gesehen. Die Zerstörer. Oh,
Oh, die können sich das gar nicht leisten, sollen sie rumpimmeln. Junge, fuckt mich das jetzt ab, dass jetzt der gute Barry da oben verreckt ist, Alter. Und er da einfach wirklich. Ich habe ihn mehrfach die ganze Zeit genetzt. Wollte ihn die ganze Zeit bowlern. Er verkriecht sich immer hinter seinem Barry. Und ich habe mit der Bowler gewartet, dass er aufsteigt. Und jedes verschissene Mal kommt ein Alpha-Raptor, ein Trodon oder sonstiges und rennt auf mich statt auf ihn. Hab ich versucht, ihn noch zu bowlern als Player oder so, weißt du, dass er dann irgendwie die Bowler frisst und dann im Trodon da steht. Beim Rüberjumpen gehe ich Knockout, Alter. Ich fass es wirklich nicht. Also, so ein dämlicher Verkauf, das ist wirklich beschissen. Ja, du bist halt bestraft, wenn du hier was machst. Ja, nee, das, also es hat nichts mit machen oder nicht machen zu tun. Er kam ja raus. Er ist ja tatsächlich ums Fighten gegangen. Weil das wird zu dämlich, ins 2v1 richtig zu fighten. Und dass er halt so ein PvE-Luck hat, das ist halt lächerlich. Dass wir uns halt alle 2 Sekunden aus der Sichtweite verlieren und halt einfach auch nicht das nötige Equi teilweise dabei haben, um den Fight halt clean auch zu spielen. Aber ich habe mein Purge-Kit wieder weggelegt, ich mache jetzt ein neues Kit, geht eh gleich in 10 Minuten los. Der Rex war Level 39. Boah, ich glaube, ich gönne mir jetzt erstmal ein Meditationsvideo vor der Purge, sonst komme ich gar nicht mehr klar. Ich bin so auf 180 wegen diesem scheiß PvE. You're here now, in this place, with your inner stillness. Those bitches can't get under your skin. They can't even. Take in a deep breath. Now breathe out. Just feel the fucking nonsense float away. Achtung, Teilnehmer! Ihr habt euch vor Ablauf der Zeit in der Arena aufzufinden. Nicht erscheinen bedeutet Abzug eines Lebens. Eigentlich musst du sagen, hallo? 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 Ja. Triad-Modus an, geht in 30 Sekunden los. Puh. Als ob ihr schon losballert, ihr Wichser. Jetzt fang ich an, wieder dich im letzten Moment umzuentscheiden, ne? Nee, trotzdem darüber, wie du schon. Okay, ja, dann. Hamsi steht direkt neben uns und pimmelt neben uns, ne? Und da steht auch ein anderes Team direkt neben uns, was maybe auch denselben Plan hat. Es kann sein, dass wir darüber jumpen und direkt das Bowler-Duell machen, ne? Wenn die uns den Spot streitig machen. Ja. Bleib mal hier, weil es gleich Go kommt. Die springen auch runter, haben sie es auch runtergejumpt. Schuss von hinten in die Füße gekriegt. Neben uns ist ein Team. Die machen einen Abgang. Weiter runter. Kopf runterziehen zur Mitte. Ich krieg Shots hier reingedrückt. Da hinten. Weiß. Das ist eine scheiß Cover, die ich jetzt hier hab. Jetzt haben wir 2 Seiten, von denen wir uns in Cover stellen müssen. Ja, es waren direkt einmal Hose, einmal Chest. Ich habe keinen Stein, wo ich mich hinstellen kann, wo ich nach oben und zur Seite hin safe bin. Fängt an, Mad Bruce ab und an zu schlürfen, ne? Granny in unsere Richtung. Nicht so viele auf einmal, denkt dran, ne? Wollen wir hier mal weg? Ja, mal. Können wir die anderen Typen da vorne vielleicht einfach pushen? Haben sie? Was haben sie? Ne, da vorne? Ja, oder ja, was? Natürlich. Das ist Hamsi. Ja, natürlich. Ich krieg nur Schatz, ich bin schon wieder. Ich hab schon wieder keine Hose mehr. Das ist absoluter Gigamüll hier gerade, weil die in der Mitte komplett Freetime auf uns haben. Ja, das war meine Hose. Ach komm, ich gehe jetzt hier weg. Komm. Kein Bock mehr, pass auf Sprengfallen auf. Das ist der dümmste Scheiß, also ich push gleich die Mitte einfach sonst. Die sind hier auch nicht mehr, keine Ahnung. Ja. Komplettes Set hier, rechts neben mir sitzt einer.
Bin schon wieder low an Durst. Ich schon wieder Hits. Was ist denn das? Ja, das ist Mitte aufgeben. Pass auf Fallen auf hier. Wir sind irgendwie durchgezogen und ein bisschen weitergelaufen hier. Da vorne auf dem Aufgang. Kommst du? Ja. Die rennen nach unten. Bin gebolert. Der vor mir ist gebolert. Wo steckst du, Mann? Hat Hit, Hose. Hat noch Cooldown. Sind Okami und Co. Ich bin auch gebollert. Bin fein. Trink kurz was. Hab keine Stamina mehr. Muss kurz chillen. Boah, was ist da los? Wieder neu sortieren. Jetzt sind irgendwo Hits hier. Ja, von oben. Nicht eine beschissene Scheißbola gehittet, ne? Das war meine nächste Hose schon wieder quasi. Jetzt drei komplett fast down Hosen dabei. Hier unten im Gebüsch für eine Narco-Trap, ne? Ja. Nicht mehr in diese Gebüsche gehen jetzt. Nur noch auf Strand fighten jetzt. Oh, wir müssen aber nicht unten, unbedingt hier unten bleiben, können wir wieder nach oben gehen. Oh, ich möchte ganz gerne den Aufgang nach oben erkämpfen. Ich möchte die Mitte eigentlich wieder haben. Oder zumindest den Leuten in der Mitte Stress machen. Hier sitzt ein Team rechts von mir. Ja. Gut, go. Einer ist gebolert. Zwei gebolert. Das ist Simi. Verkackt, verkackt! Bin gebodert. Kommst du raus? Ja, ja, ich bin fein, alles gut. Geh weiter für die Bowler auf den Typ. Kuni gebodert. Ich muss nachladen. Kuni Einer hier ist richtig nackt. Einer rennt weg gerade von mir. Hat kein Helm mehr. Okami hier panikt komplett von mir gerade. Der ist auch gebollert. Hat schon einen Shotgun-Hit. Ich hab nur noch einen Shotgun-Hit auf Reserve gerade gehabt. Ich bin gebollert. Nackt. Ich muss nachladen. Geh sonst nochmal für die Bowler theoretisch. Die haben beide kaum noch Armor. Schuhe sind kaputt. Munin hat einen sitzen, hat keine Hose mehr. Nicht nochmal bolern, der hat Cooldown. Den anderen wieder bolern. Box gebolert. Komm schon, lad doch nach. Hab ihn noch einen reingedrückt. Aber er grabbelt sich hoch. Der eine rennt hier vor mir, vielleicht gleich in der Narco-Trap. Einer ist über mir. Ja. Ja, ich bin unten.
Ich bin gebolert. Ich werd gethirdpartied. Ich bin komplett nackt. Hab wieder ein Set an, alles gut. Ich grabbe mich eben hier raus. Ja. Komm wieder hoch, ping mal, wo du bist. Ja. Hm? Ach da. Machst du hier noch ein Duell oder was? Nee. Oben ist jemand. Ja, lass wieder Aufgang hoch. Ja, warte, ich muss kurz Rüstungswappen. Junge, Alter, das in der Mitte geht mir so auf die Eier. Ich geb nie wieder die Mitte auf, sag ich dir. Wenn wir noch meine Purge haben, wenn wir bis dahin noch Leben haben, ich fight um die Mitte. Ich geb die nicht mehr her. Das ist so nervig. Trotz von hinten auf mich. Die waren so low gerade beide, ne? Ja, ja. Hier oben ist wieder einer. Liege im Gebüsch direkt vor ihm. Gebullert. Sehr schön. Wichtig und richtig. Wir brauchen... Hier kommt noch einer. Ich bin wieder gebullert. Aber er geht nicht für mich. Das ist, glaube ich, Simi. Sami. Hä? Was ist das? Ich habe nur noch eine Spare-Hose an. Junge, diese Mitte, ne? Ich brauche das Kit von dem Dude. Kannst du dich mal ganz kurz mit Schild vor mich stellen? Bitte, schnell. Ich muss mich hier hinlegen. Brauch Flak, der hat nichts mehr. Brauch aber die Ammo sonst. Scheiße, Mann, wieso hat er denn keine Flak mehr? Ein paar Schuhe. Bin sofort fertig. Ich kann nicht zugreifen. Okay, kann gehen. Komm hier rüber kurz. Guck mal nach links, dass keiner kommt. Ich muss eben ganz, ganz viele kaputte Teile droppen. Junge, es hat mir so viele Flak-Teile schon zerlegt. So. Lass mal in die Mitte gehen. Da unten, warte mal ganz kurz, da unten chillt noch einer. Wir müssen in die Mitte gehen. Keine Ahnung, bringt nichts, komm, ab in die Mitte. Er snipt hier irgendwo von links vom Stein aus. Kein Plan, wer das ist. Echt, das ist auch welche, glaube ich. Das sind Hamsi und Co. Kommst du zu mir? Ich bin gebullert. Ashkan hat mies einen im Rücken. Du bist nur gegen Hamsi. Er kommt beide zu dir, pass auf. Sind beide bowlerbar. Ashkan ist gebullert. Hat voll im Schild einen drin. Weiter bowlern, weiter bowlern. Wir müssen nur erst Shotgun nachladen. Pass auf beim Nachladen, ne? Du bist langsamer beim Nachladen. Ashkan macht gerade ein bisschen weg. Ich bin gebolert. Bin fein. Ist gebolert. Schöner Rückenhit. Ich habe keine Hose mehr an. Und keine Chest. Ich habe gewechselt. Bin fein. Komm zu dir. Achtung, du hast gebullert. Amps hat noch Cooldown. Er schießt mir schon wieder eine Chest weg. Ich glaube, ich habe keine Chest mehr. Doch, ich habe noch eine, warte. Ich dachte gerade ganz kurz, du bist tot, Alter. Aber dafür ist jemand anderes gestorben. Und ich sag mal so, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, woran er gestorben ist. Nicht mehr in diese Gebüsche gehen jetzt. Das ist meine letzte Chest. Die sind beide auf mir. Einer geht wieder zu dir. Hier mischt sich noch jemand anderes jetzt ein. Hat keine Hose mehr und keine Schuhe mehr. Das ist kaputt. Ja. Muss ich umziehen. Bin halt auch mehr als broke an allem. Hm. Chill mich mal ganz kurz hier hin. Ich glaube, uns sieht gerade keiner. Ich habe keine Hände mehr angehabt. Scheiße. Ja, meine Hose hat halt one. Und das ist meine letzte Hose. Hab halt noch X Helme, aber das hilft mir nicht. Hast du noch genug Bolas? Nee, nicht wirklich.
Ja, komm, hier hast du noch einen Stack. Sehr viele geworfen. Naja, same. Achtung, hier zwischen den Steinen. Ja, ruder ihn, wenn du kannst. Secret, vorsichtig. Noch ein. Rennt weg, ist ein Solo-Player. Rennt über ein anderes rein. Lass einmischen. Gucken sich bei der anderen, aber bohlen sich nicht. Wir können auch noch ein bisschen Flintenschuss machen von hier aus jetzt. Ja, das ist ein bisschen Flinten. Aber aufpassen, dass hier keiner... Ich muss mal meinen Last Death da wegmachen, Alter, das nervt ja übel. Das ist by the way auch ein Ding, ne? Wenn es gar nicht mehr geht, zur Not uns Gras legen und ein Chilling machen. Das ist weg. Hast du noch einen Ersatz? Drop deine kaputten Teile, dass du leichter wirst. Dass du zur Not auch mal jemanden schneller looten kannst. Kay und Simi sind beide gestorben. Rinko ist alleine. Nee, Rinko ist auch schon tot. Die sind schon raus. Aber Ashkan und Hamsi sind halt noch voll drin. Und ich glaube Fluffo und Okami. Und Isa und JB haben, glaube ich, komplett gechillt. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Der in der Mitte hat Hit. Rennt wieder in seine Cover nach rechts. Oh, der neben uns hier hat keine Hose mehr an. Die chasen sich hier neben mir. Push nicht. Ich bin nur gesprungen. Okay. Wir haben auch noch ganz schön viel Zonenzeit, ne? Also, wir können die Zone noch easy peasy tanken. Ich glaube, einer liegt hier rechts irgendwo bei uns im Gras. Wenn jetzt ein Team denkt, sie dürfen sich hier hinstellen, stehen wir gleich auf und bohlern sie von hinten. Aber halt vorsichtig laufen, ne? Wegen dem Geklimpere. Ich hätte halt echt gerne noch irgendein Cat von irgendwem, der noch ein Spare-Set hat, was vielleicht irgendwie noch brauchbar wäre. Die kommen zu uns rüber gepusht. Ich weiß aber nicht, ob die uns sehen. Ne, rennen über uns drüber, die sehen uns nicht. Doch, die sehen dich. Steh auf und fighte. Hab einen! Haben sie down? Überlebt das einfach nur. Ja, hab überlebt. Eine Bulle am Anschlag, falls er kommt. Der hat ich hab keine Hose mehr an. Du musst dich beeilen, bitte. Ich hab keine Hose an. Ja, hier hast du eine Hose. Hier, zieh an. Zieh an. Der hat Full Sets uns gebracht. So, guckst du kurz? Ich check nochmal hier durch. Ja. Der hat kaum noch Bolas gehabt. Rechts ist Ashkan. So, nächster Stein kommt jetzt in unsere Richtung. Jetzt. Gebullert. Ich komm nicht an dich ran. Scheiße, ich dachte, die hittet. Ich chase sie noch weiter, aber ich will nicht weiter wegen Sprengfalle. Ja, wir müssen Hamsis Leichte contesten. Das war big und das war wichtig, dass die beiden tot sind. So, Flak, Hände. Ich brauch noch ein paar Hände. Beide tot? Nein, aber einer zumindest schon mal. So, guck mal, was hier noch drin ist. Links von uns, oben auf dem Stein. So, Ashkan rechts. Keine Ahnung, wo das andere Team ist, was noch unten chillt. Die müssen halt gleich hoch. Ich würde ehrlich gesagt dann engagen wollen, wenn... Wir können uns auch wieder zurück in die Gebüsche verpissen, ne? Links hardscoped uns. Links hat Hit. Wer ist tot? Ashkan. Bei Isa. Gilt bei Isa. Wo ist der gestorben? Hast du es gesehen? Da ungefähr. Dann sind das Fluffe und so links von uns. Boah, ich will eigentlich gerade nicht Ashkans Loot denen geben, ne? Sag ich, wie es ist? Ich hätte gesagt, Bola in die Hand. Und eher auf Isa links fokussieren. Ja. Ja. Links ist weit. Ich glaube, ich würde straight up durch die Mitte rennen. Wir kriegen halt von allen Shots, wenn wir ihm rufen. Wollen wir? Let's go! Einer ist gebullert hier oben. Bin gebullert. Dein Schild ist fast down. Geh wieder für die Buller. Die anderen mischen jetzt mit. Isa gebullert. Beim Nachladen immer außen im Kreis laufen. Hast du noch eine Hose? Schwierig, glaube ich. Hier. Nimm die Hose. Komm her, nimm die Hose.
Sieh an. Das war deine Chest. Leg dich irgendwo hin. Oh. Komm, wir pushen die beiden jetzt hier. Einer hat eine Bowler sitzen. Ich bin auch gebowlert. Nein, wir müssen auf Isa weitergehen. Die warten nur. Ich bin gebowlert. Ich muss nachladen. Ich habe mich genug gebowlert, um Okami zu disengagen. Ja, wir müssen weiter hier auf Isa gehen. Einer hat Bowler Cooldown. Ich muss Shotguns nachladen. What? Hose ist wieder weg. Ich hab keine Hose mehr jetzt. Komm zu mir. Einer ist gebullert da unten. Aber der andere will mich bullern. Ich lege dir jetzt hier unten noch eine fast kaputte Hose hin. Die hält einen Hit aus. Nimm die und geh wieder schnell hoch. Oder leg dich hin. Du hast auch keine Schuhe an. Hier liegen noch Schuhe, wenn du keine mehr hast. Versuch mir in die Füße zu schießen. Ich bin Priest. My game is crashed. Nice. Ich schreib das jetzt mal nicht. Keine Ahnung, du wirst halt weiter angeschossen. Auch wenn ich tot bin. Naja. Du bist jetzt gerade ausgenockt und liegst jetzt da. Maybe kriegst du sogar keinen Schaden, wenn du Glück hast. Ich weiß nicht, ob die Mod so funktioniert. Ich lieg irgendwie gefühlt zwischen beiden Teams und beide gucken mir beim Bewegen zu. Hat Rama an DC? Yes. Okay, dann fehlen wir. Nee, mach weiter. Ja, das ist quasi mein Leben. Ach komm, ihr. Sag Bescheid, wenn du connected bist. Noch bist du nicht tot. Maybe kannst du halt wirklich for real gleich einfach. Ja, ich lieg hier. Ja, dann mach. Einfach mal. Und guck, was geht. Maybe haben die dich halt gerade einfach nicht auf dem Schirm. So, staub das Ding mal ab. Ich weiß nicht, ob es richtig ballsy wäre, dass du dich in meine Leiche reinlegst. Aber es kann halt genauso gut dein Tod sein. Ja, das hatte ich halt ein bisschen probiert, aber. Ach so. Diese hatte ich halt gelootet. Okay. Overall, nice Purge, hat richtig gebockt, aber das Pech ist halt einfach, weiß ich nicht. Also, du wirst letzte Session random vom Rex abgemount, ohne Debuff, ohne Grund. Du wirst heute 2000 Meter durch die Gegend geportet. So, Lebenszwischenstand. Munin auf 1, Rama auf 1, Simi 3, ich 2. Gott, Alter, wir sind auf 3 Leben runter. Aha. Isa und Justin einfach beide noch auf 5. Das war möglich. Das wäre unser Win gewesen, glaube ich. Aber ist halt natürlich jetzt im Nachhinein schwer, das zu sagen. Ne? Eine Bola hat's mich gehauen und dann waren 4 Leute auf mir drauf. Kann auch schnell gehen. Aber ich hatte noch so gut Stuff eigentlich. Fuck! Ärgert mich das.